Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass Sie noch einmal dabei sind beim Wort zum Tag. Heute beenden wir diese kleine Wortreihe. Vom 18. März an haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises Jena jeden Tag ein kurzes Ermutigungswort gesprochen oder gesungen. Unter den starken Kontaktbeschränkungen haben wir so Verbindung gehalten und uns gestärkt. Nun sind wieder Gottesdienste möglich. Die Versammlungsverbote sind nicht mehr so streng. Wir können uns bei aller Vorsicht wieder freier bewegen. Ich danke allen, die ein Wort zum Tag gesprochen haben und beigetragen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie daran Anteil genommen haben und hoffe, dass Sie hier und da etwas erfahren haben, das Sie erfreut und erbaut hat. Hinter unseren Worten zum Tag stand natürlich der Gedanke, dass Gott täglich zu uns spricht, auch in und durch diese Krise. Neben diesen Worten ist in den vergangenen Wochen ein lebendiges, geistliches und seelsorgliches Leben entstanden durch Telefonkontakt, Austausch in den sozialen Medien, durch Gebetsnetzwerke, Briefaktionen, Andachten in die Briefkästen oder zum Mitnehmen in den offenen Kirchen, Tüten mit Erzähl- und Kreativideen für Kinder an die Haustür, digital geführte Stationenwege für Familienspaziergänger, Hoffnungsbriefe für Alte, Posaunenklänge und vieles mehr. Das Virus mag uns bedrängen und trennen, es kann sogar töten. Doch Gottes Geist macht lebendig. Eine tiefe Krise wie die Corona-Pandemie lehrt uns Geduld, Demut und Einsicht. Der auferstandene Herr trägt seine Gemeinde. Das Schlimmste ist nicht der Tod, sondern die Einsamkeit. Das Höchste ist nicht das Leben, sondern die Liebe. Wie jede Krise birgt auch diese Zeit einen Auftrag. Gottes Liebe für die Welt vertiefter wahrnehmen, aus Fehlentwicklungen lernen, umkehren, die Schöpfung zu bewahren, statt sie nur auszubeuten. Die Welt nach Corona wird eine andere sein. Wie auch immer sie aussehen wird, sie ist sein. Gottes Güte ist täglich neu. Das gibt uns Hoffnung für heute und für morgen. Ich freue mich darauf, im Mai wieder gemeinsam Gottesdienste feiern zu dürfen. Neben der Klage über die Bedrängnisse dieser Tage und der Fürbitte für Menschen in nah und fern möchte ich darin Gott für die wunderbare Hilfe vieler Menschen in Stadt und Land und in unseren Kirchengemeinden danken. Er schenke uns in aller Sorge einen lieblichen Mai. Gott behüte und segne Sie auf den Wegen, die vor uns liegen.